Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Ihr seht, ich habe mich gestärkt. Ich habe auch einmal abgespeichert zwischendurch. Wir werden jetzt hier das Tor öffnen und mal sehen, was uns dahinter erwartet. So, jetzt bin ich gespannt. Es ist offen. Schnell, wir müssen die roten Felsen zertrümmern und Zelda retten. Ja, das ist eben die Frage. Da weiß ich jetzt immer noch nicht, wie das geht. Dass ich ihn an die Decke schießen kann, irgendwie. Kann ich ihn... Ach so. Wartet mal. Kann ich ihn einfach hier so... Wartet mal, wenn ich ihn so... Hier quasi... hochschieße. Ja, das funktioniert. Nice. Okay. Ja, also wenn man dann so eine Rundung hat, dann kann er da quasi hoch. Oh, das sieht aber... Moment mal, ist das... ein super fieses Monster! Ein super fieses Monster? Du weißt doch gar nicht, ob es super fies ist. Was hat ein ekliges Auge. Jetzt weiß ich auch, wozu ich die Pfeile brauche. Ah, hallo. Oh, bist du eine Spinne? Oh, es ist eine Spinne, oder? Oh, bitte nicht. Und Zelda steckt in dem Riesenvieh. Oh, ist das eklig. Nee, es ist keine Spinne, aber es ist irgendwas ekliges. Boldogoma, Peiniger des Feuertempels. Okay, ich glaube, wir müssen... Komm, Link. Wir müssen sie da schnell rausholen. Ja. Wir müssen, glaube ich, seine... Das ist so eine Art Kraken oder Krebs oder so, würde ich sagen. Pass auf. Die Beine sind massiv aus. So. Pass auf. Okay. Okay. Zack. Das ist deine Chance, Link. Ah, ist mein Bogen kaputt. Okay. Ich glaube, mit den kleinen Pfeilen, das bringt nicht so viel. Angriff. Vorsicht. Okay, vielleicht versuche ich ihn in sein Auge. Was schieße ich ihm denn da rein? Eine Bombe? Nein! Das ist genau das, was ich meinte. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Okay, ich brauche was zu essen. Er isst erstmal die kleinen Sachen hier auf. So reicht schon. Was könnte ich ihm denn da reinschießen? Nein. Zu doof. Eine Elektrofrucht. Eis. Macht das viel Schaden? Nee, ne? Nicht wirklich. Elektro. Macht auch nicht viel Schaden. Na gut. Zack. Weiß nicht, wie ich ihm viel Schaden machen kann. So. So. Ja, ich glaube einfach... Deswegen haben wir auch so viele Pfeile bekommen. Ach so, das hat noch nichts gebracht. Okay. Zack. Der ist nicht so schwierig, glaube ich. Nee, den wollte ich nicht. Ich wollte dich. Das ist deine Chance, Link.
Ja, ich glaube, das ist die beste Variante. Einfach die ganze Zeit weiter Pfeile schießen, ohne irgendwas dran. Das macht eh nicht mehr Schaden, habe ich das Gefühl. So, Vorsicht, der wirft wieder Bomben. Vorsicht, Vorsicht. Und los. Ah, Mist. Jetzt habe ich ihn daneben geschossen. Komm her. Wo ist er? Da. Okay. Oh, Vorsicht, Vorsicht, die Bomben. Okay. Ach Mann, heb doch nicht immer den Fuß hoch. Wenn ich hier gerade schieße. Ist mein Kumpel wieder da? Da ist er. Oh mein Gott. Das macht halt kaum Schaden, ne? Zack. Komm her. Komm her. Zack. Nein. Oh. Ich wollte noch mal was anderes probieren. Gibt es nicht irgendwas, was ich da dran machen kann? Irgendwas, was ihm Schaden macht. Wahrscheinlich nicht. Eisgelee, das bringt ja auch alles nix. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, es bringt halt einfach alles nix. Was ist, wenn ich da ein Opal dran mache? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Einfach mal so probieren. Bringt halt nichts, ne? Naja. Dann muss es so weitergehen. Komm her. Oh, vorsichtig. Wir sind doch recht nah an den Füßen dran gerade. Okay. Gehen wir mal mit hier rüber. Zack. Mist. Den letzten habe ich nicht mehr geschafft. Ich muss ja mal erst warten, bis er seine ganzen Füße wieder zusammengebaut hat. Ich darf mich vor allem von diesen Bomben nicht erwischen lassen. Das ist meine Chance, sagt er. Ja, halbes Leben haben wir schon runter. Okay. Was macht er jetzt? Puh. Geht da an die Decke. Oh Gott. Jetzt muss ich mit Yunobo. Jetzt muss ich mit Yunobo versuchen. Oh. Hilfe? Oh mein Gott. Okay. Einfach versuchen, ihn zu treffen, oder? Schon wieder eine Bombe. Lass mich wegkegeln. Alles klar. Jetzt komm ich. Wo ist er denn da? Ah, getroffen. Geil. Nice. So. Bleibt er jetzt wieder unten oder geht er wieder weiter an die Decke? Er geht wieder an die Decke. Okay, ich warte, bis er mich wieder eingesperrt hat. Genau. Wieder raus. Raus, raus, weg. Und einfach hier mal loskegeln. Dass er ihn vielleicht erwischt. Hat er nicht, okay. Egal, Yunobo, ist nicht so schlimm. Wir machen das einfach gleich nochmal. So. Komm schon. Vorsicht. Oh mein Gott, das war knapp.
Okay, ich kann mich heilen, ja. Aua, Yonobo, du Ficker. Oh, verdammt. Hol mich hier raus. Danke. Weg. Ah, Vorsicht. Ich muss ihn nur irgendwie treffen. Hat er ihn getroffen? Ja, sehr nice. Ah, ist mein Bogen kaputt. Shit. Okay. Mist. Okay, der Boss ist ein bisschen langwierig. Der ist nicht schwierig eigentlich, aber der dauert ein bisschen, glaube ich. So. Jetzt muss ich wieder warten, bis er mich eingesperrt hat. Genau, dann holt mich Yonobo raus. Kurz warten, die Bomben fallen lassen. Aufpassen. Komm her. Und zack. Weg von den Bomben auf jeden Fall. Hat er ihn getroffen? Nein, ich glaube nicht. So. Zack. Ich lasse die Bomben auch mal hier hinfallen. Ach Mann. Ja, alles in Ordnung. Komm, Yonobo, du triffst ihn. Sehr gut. Also wenn ich gut bin, kann ich ihn viermal treffen. Puh. So, weg. Wo ist Yonobo? Da. Na gut. So, raus. Weg, 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 weg. Oh Gott, oh Gott. Schieß doch! Psst. Den letzten habe ich wieder nicht geschafft, weil er nicht geschossen hat. Ich habe eigentlich gedrückt, aber egal. Boah, das verbraucht eine Menge Pfeile. Aber ja, anders geht's glaube ich nicht. So, du gehst mir wieder hier hoch. Hat er ihn getroffen? Ja, er hat ihn getroffen. Sehr gut. Sehr gut, Yonobo. Er wird schwächer. Ja, er wird schwächer. Wir haben ihn fast geschafft. Ich denke mal noch zwei, dreimal, dann wird es geschafft sein. Ding ist, ich kann hier Lobo, ich könnte ihn auch am Anfang einmal hochschießen, aber dann schmeißt er mir die Bomben auf den Schädel und das wäre sehr schlecht. So, jetzt aber. Hat er ihn getroffen? Ja, er hat ihn getroffen. Sehr gut. Das ist deine Chance, Link. So, ich denke mal einmal noch. Einmal oder zweimal vielleicht. So. Ich mach das lieber schön langsam. Wie gesagt, sonst habe ich nachher die Steine und Felsen um mich rum und komme hier nicht mehr raus. Das wäre auch ärgerlich, wenn dann die Bomben bei mir explodieren und ich daran sterbe, ne? Oh Gott, oh Gott. Komm her, Yonobo. Ach nein.
ihn wieder. Das ist deine Chance, Link. Yes! Geschafft! Der war nicht schwer. Also auch nicht schwer, so wie der erste Boss, fand ich den jetzt im Tempel selber nicht schwer. Ich fand den ersten Boss ja dann im Untergrund sehr schwer, muss ich sagen. Aber da war er wahrscheinlich auch viel, viel stärker und wir hatten halt andere, ich sag mal, Konditionen. Sehr geil, geschafft. Aber auch ein nicer Boss. Also wirklich, die Ideen, die sie da gemacht haben, finde ich echt gut. Aber eklig war der. Ein Herzcontainer. Läusen. Her damit. Und da bekommen wir die zweite Waisenmacht. Ich muss echt mal gucken, dass ich mehr von diesen Symbolen der Waisen bekomme. Dass ich meine Waisenmacht auch ein bisschen verstärken kann. Ich muss mal gucken, wo man die so findet. Ob das jetzt einfach random ist oder nur in diesen auf den Himmelsinseln oder was. Weiß nicht genau. Maximale Anzahl der Herzen wird erhöht. Schön. Blub. Wundervoll. Na dann. Ja, Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später, da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit.
Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Yunobu, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite. In den vielen Schlachten, die er überhaupt hat. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren, aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Fäustchen ist das richtige Wort. Ich bin Yunobu, der Weise des Feuers. Und ich stehe von nun an fest an deiner Seite. Nimm das hier als Beweis für meine Treue. Fäustchen, sagt er. Cool. Yes. Link, mein Bruder, dieses Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Oh, ich liebe die Videosequenzen. Die sind so schön und so emotional auch. Haben sie wieder sehr gut hingekriegt, muss ich sagen. Gib Fäustchen. Oh, lustig. Geil. Ich mag die Macht von Yunobu. Gefällt mir sehr viel besser als die von Sidon, muss ich ehrlich zugeben. Ja. So, die Schlemmsteine lösen sich in Luft auf. Sehr gut. Ja, jetzt ist Schluss hier mit Drogen und Konsum.
Achtung, mir läuft gerade ein bisschen die Nase. Oh, bauen die jetzt die Achterbahn oder diesen Freizeitpark oder was? Ach, schön. Zweites Volk befreit. Noise! Ach, Juno, sei doch nicht traurig. War ja nicht deine Schuld. Es splittert nochmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir dabei? Bitte nicht böse sein. Juno-Boss hat nichts getan. Ist gut, Tokachin. Er hat ja recht. Ich habe allen einen riesen Ärger beschert. Wenn ich mal drüber nachgedacht hätte, was ich da eigentlich tue, dann... Aber du wolltest Goron ja doch nur wieder so machen, wie es früher war. Und das hast du auch. Du bist der Held von ganz Goronia, weil du die Juno-Bau gegründet hast. Und jetzt erst recht. Ich? Ach, danke, ihr beiden. Und auch dir vielen Dank, Link. Nur dank dir ist die Schleimsteinkrise... Schleimsteinkrise... Lilly. Oh, du musst schon richtig lesen, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, die Schleimsteinkrise zu Ende. Schleimsteinkrise. Die Schleimsteinkrise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Oh, sorry, ich musste gerade mal gehen. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Prinzessin Zelda wird aber hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Stellt euch vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Mann, die Sache war so seltsam. Wo ich so drüber nachdenke, dann sah es so aus, als... Ja, es sah aus, als hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Und als alles überstanden war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Hey, Juno-Boss. Ob das eine andere Prinzessin Zelda war, eine, die böse ist? Hä? Was soll das denn heißen? Das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr gefolgt seid, in Wirklichkeit der Steinmonster war. Bitte? Wobei, wenn ich so zurückdenke... Die Person, die meine Ahne als die Weise der Zeit bezeichnet hat, die sah auch aus wie Prinzessin Zelda. Ob sie am Ende vielleicht die richtige Zelda war? Aber mein Vorfahr lebte vor langer, langer Zeit. Es kann also gar nicht sein. Dann müsste die Prinzessin Zelda, der wir gefolgt sind, doch die echte gewesen sein. Mein Ahne, die längst vergangene Zeit, in der er lebte. Prinzessin Zelda... War es denn nun die echte? Oder hat man uns nur getäuscht? Um es kurz zu sagen... Ach, ich geb's auf. Keinen Schimmer. Doppelgängerin oder nicht. Nur Prinzessin Zelda kann uns nun erklären, was hier los ist. Wir müssen sie finden. Mit der Juno-Bau werde ich dafür sorgen, dass um die ganze Stadt herum Ausschau nach Spuren der Prinzessin gehalten wird. Und du und ich, wir sind jetzt ein Team. Ob wir nun zusammen sind oder uns viele Meilen trennen. Ich hab die Sache im Griff, Partner. Versprochen. Schwur von Yunobo, Weiser des Feuers. Zeichen des Paktes mit Yunobo, dem Weisen des Feuers. Rufe damit den Geist von Yunobo herbei oder entlasse ihn. Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber wehe, du schiffst nur mal solche fiesen Felsen. Klar, kleiner Yunoboss? Ich glaube, das wird er nicht wieder tun. Yunobo aus Goronia. Geschafft. Sehr schön. Oh, hier ist ja was los. Okay, er hat eine Quest für uns. Bludo oder wer war das jetzt? Ja, wer hat die Quest? Irgendeiner hat eine Quest. Du? Ach ja, mir ist etwas eingefallen, dass die merkwürdige Zelda, die mich unter ihrer Kontrolle hatte, gesagt hat.
Das war, als wir Schlemmsteine an der Nordseite des Todesberges abgebaut haben. Sie hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Exhalseen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Die Exhalseen? Dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt die Seen auch die Exhalbrüder. Gibt einen Kinderreim darüber. Großer Bruder schätzt den Schatz, kleiner Bruder macht darauf Hatz. Die Exhalbrüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht. Als ich noch ein junger Kiesel war, dachte, da gäbe es einen Schatz zu holen. Und wie ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Und bevor ich überhaupt den Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hatte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Ist lange her, aber lass uns auf die Suche gehen. Es muss irgendwo auf halber Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, war die Nordseite. Die Junobau ist auch da tätig. Wir müssen also nur eine Lore hüpfen und ab geht's. Ah! Ah, mein Rücken zwickt wieder. Ja. Okay. Haben wir jetzt eigentlich hier schon genug Diamanten gekauft für das, was wir da noch bauen wollten? Wartet mal. Wir haben 3 Diamanten, genau, so viele brauchten wir auch, ne? Und aber auch eine Sora-Lanze, glaube ich. Na gut, wir gucken uns mal um. Wir haben bestimmt noch ein paar Leute. Ach, die sind auch wieder hier. Ja, hier gibt es ja auch so ein Ding. Wir haben bestimmt auch ein paar Leute jetzt eine Quest für uns. Alles zum halben Preis, sagt der. Die müsste ich mir mal auch mal wieder ein paar neue Sachen kochen. Wobei, ein bisschen was haben wir noch. Aber ich will, wie gesagt, hier gern mit den Leuten nochmal reden. Ob jemand was hat hier für uns. Du hast wieder Zuckerrohr und Pfeile. Wisst ihr was? Die kaufe ich mir jetzt auch mal. Wir haben ganz schön viele Pfeile verbraucht und ich kaufe auch alle. Ja. Gekauft. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Das hier kaufe ich mir auch mal. Und auch das Zuckerrohr, weil wir wissen nie, wann wir es mal brauchen können. Ja. So, Steinsalz kriegen wir selber genug. Du hast keine Quest, oder? Nee. Okay. Schauen wir mal weiter. Hier oben. Ja, der hier. Achso, wartet mal. Ich kann ja... Ist das jetzt hier quasi eine heiße Quelle, wo die drin sitzen? Ich mache hier mal ein Foto, vielleicht. Ja, müsste funktionieren, ne? Ja. Machen wir mal so. Ich will den Kleinen gern mit drauf haben. Ah, guck mal, wir machen es einfach so. Das müsste doch passen. Genau, das können wir dann nämlich beim Stall unten abgeben gehen. So. Und du? Meister Brohan, bitte lass mich noch einmal versuchen, einen Bergspalter einzufertigen. Du wagst es mir so zu kommen, obwohl du einfach so die Arbeit geschwänzt hast wegen irgendwelcher Schlemmsteine? Du brauchst dich hier nicht wieder blicken zu lassen. Ich kann nicht sagen, dass mein Verhalten entschuldigen würde. Aber ich möchte noch einen Bergspalter anfertigen, wie es geplant war. Sieh dir meine Arbeit an und entscheide dann. Wenn sie dir nicht gefällt, akzeptiere ich, dass du mich rauswirfst. Na gut, diesem Enthusiasmus kann ich schon etwas abgewinnen. Aber brauchst du nicht noch Materialien? Und zwar einen Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten. Ach, auch noch Diamanten. Wo sollen wir die herbekommen, jetzt da du unsere Materialien und Rücklagen für Schlemmsteine verschleudert hast? Oh, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Okay, der braucht also... Was? Braucht er einen Steinspalter, 5 Feuerstein und 3 Diamanten? Wo ein Steinspalter war, weiß ich ja. Ich glaube, da oben beim Feuertempel in der Nähe stand doch einer rum, oder? Dann haben wir hier noch den Schatz der Exhalseen. Masaki sucht nach einer versteckten Thermalquelle, der Feldschmelzquelle. Er ist bis nach Goronia gereist.
Koronenquelle aufsuchen. Oh, so viel zu tun. Die ganzen Nebenquests, die mache ich auch noch irgendwann, Leute. Ich würde jetzt aber erstmal nichts machen, was mich vielleicht nicht zu einem... Also irgendwelche Sachen, die so zu Rüstungsteilen und so führen, die wären mir halt gerade mal wichtig. Geheimnisvolle Stadt, ich habe sie gefunden. Ich bin eine höchst fähige Reporterin und es gibt kein Mysterium, das ich nicht enträtseln könnte. Ha, jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich mein Buch signieren werde. Der Titel meines Buches soll lauten Cleos Rätselrecherche. Und das erste Kapitel wird die verlorene Stadt im Untergrund, rätselhaftes Goropolis. Ja, so mache ich's. Klingt gut, oder? Nee, tschüss. Ein Goron finden, der etwas über Goropolis weiß. Ja. Ich weiß ja was über Goropolis. Ich war dort, aber ich verrate dir nichts. So, wir können hier wieder ein Dings eintauschen. Ich würde mir jetzt nochmal ein bisschen Ausdauer, glaube ich, holen. Weil Herzen haben wir jetzt doch einige schon. Ja, ich mache jetzt mal nochmal Ausdauer. Ja, ja, ja. Kann ja nicht schaden. Wunderbar. Sehr gut. Okay. Hier ist niemand. Der ist ja gerade unterwegs. Habe ich das hier schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ich gehe jetzt mal da hoch. Ihr jetzt mal da hoch und dann werden wir mal den Rock hier eben fix machen. So. Dafür müssen wir doch einfach nur hier reinspringen. Ah. Jetzt ist er nicht richtig gesprungen. Link. Lass einfach los. Man muss auch wissen, wann man mal loslassen muss. Mann. So, nochmal nach oben. Ich weiß nicht, warum er nicht richtig springen wollte. Normal macht er ja so einen Hechtsprung, wenn er abspringt. Aber hat er diesmal nicht gemacht. Probieren wir es einfach nochmal. Ich werde meinen Segel diesmal ein bisschen eher öffnen. So. Ich springe einfach von hier. Hutsch. Hä? Wie? Willst du mich veräppeln? Da ist kein Krog drin? Doch. Das glaube ich ja nicht. Ach egal, dann halt nicht. Dann mache ich mir da halt eine Markierung. Hier ist doch bestimmt ein Krog. Da bin ich mir ziemlich sicher. Muss da nur richtig reinspringen. Aber da habe ich jetzt gerade keinen Nerv für. So, was ist mit dir da auf der Brücke? War das der Bergtypi? Ich glaube, wir hatten schon mal einen getroffen, der gerne Berge mochte. Oder? Hi. Achso, nee, das ist der mit dem mit der Quelle, genau. Ja, das hatten wir ja schon mal geredet. Okay. Hat denn hier keiner mehr eine Quest für uns? Das gibt's doch gar nicht. Hier ist auch niemand. Da unten gucke ich gleich nochmal. Da ist auch niemand. Wo ging's hier nochmal hin? Wieder nach unten. Ist das jetzt da? Sind das... ja, ich weiß gerade nicht so richtig, wie weitermachen. Da ist der... Ah, wartet mal, wir könnten vielleicht das mal gerade machen. Das müsste... Ja. Wir sollen ja Yunobo wahrscheinlich rausholen, genau.
Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Junobos Geist zur Hilfe rufen. Mach das hier mal gerade. Allerdings brauche ich dafür eine Feuerquelle. Aber ist das? Wartet mal, ist das hier nicht? Nee. Okay, dann mache ich mir da einfach so ein Kapselding hin. Und zwar brauche ich das da, ne? Oh, davon habe ich aber nur noch zwei. Nee, dann... Wartet mal. Lasst mich mal kurz auf der Karte gucken. Wo sind denn hier Kapselspender gewesen? Lass gerade mal schauen. Also irgendwo hier wird das übrigens sein, wo wir hin müssen, wegen diesem Exalfos-Ding. Kapselspender. Da ist einer. Der hat die Dinger nicht, die ich brauche. Hatten wir nicht noch irgendwo einen gefunden? Hier oben. Aber dem wissen wir noch gar nicht, was es gibt. Laserwerfer, Ventilator, der hat auch nicht die Dinger, die wir brauchen. Flammenwerfer, der hätte die, die ich brauche. Und der hat nur drei Sachen. Okay. Wartet mal, jetzt will ich gerade mal ganz kurz gucken. Irgendwo hier konnten wir doch Batterien. Genau. Da würde ich gerne mal hinwollen. War das der Schrein? Ich gehe mal kurz hier hin. Und guck mal, was wir genau für diese Batteriesachen noch brauchten. Wir haben jetzt auch ein bisschen Sonanium gesammelt. Ich sehe gerade, die Folge ist eh gleich um. Dann überlege ich mir bis zum nächsten Mal, was wir machen. Vielleicht machen wir das nächste Mal mal die Amiibo-Karten. Das wird ja bestimmt auch ein Weilchen dauern, bis wir das alles gemacht haben. So, ist das jetzt hier das Batterieding? Eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstelle, sie gibt mir Sonau Energiekristalle. Ja. Habe ich genug? In eine Zusatzbatterie umgewandelt werden. Sehr schön. Ein kleines, aus Sonau-Energiekristallen gefertigtes Objekt erhöht die Energie, die in der Batterie gespeichert werden kann. Wunderbar. Ah, und da sieht man das dann, ja. Kann ich noch mehr? Habe ich noch mehr? Wieder 5? 100 Sonau-Energiekristalle werden benötigt. Sonau-Energiekristalle. Das sind... Das sind die da. Und die konnte ich doch aber auch eintauschen. Und zwar... in irgendeiner Mine. War denn das? War das hier irgendwo? In irgendeiner Höhle war das doch. Minenhöhle, Grubenhöhle. Wird das nicht auf der Karte angezeigt, wo das gewesen ist? Offenbar nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie wir da am besten hingekommen sind. Bodenlose Höhle? Was, die Boden? Nee, bodenlose Höhle war es nicht. War, glaube ich, hier irgendwo. Alchemiekonstrukt.
glaube, es war hier irgendwo. Hm. Naja, ich würde vielleicht gucken, dass ich den Ort finde bis zum nächsten Mal und dann dort wieder anfangen. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt ein Batterieding mehr. Ich würde halt mein Sonanium gerne mal eintauschen, aber kann ich das nicht auch irgendwo anders machen? Naja, wir gucken mal. Entweder bin ich dann beim nächsten Mal gleich dort, wo ich das Sonanium eintauschen kann, oder aber ich bin an einer Stelle, wo wir gut mit den Amiibo-Karten weitermachen können. Das werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin erstmal gefallen, meine Lieben. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei, hier bei Tears of the Kingdom. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.